Was das Pult zum Ausschalten ist. Ja, schön, dass die Seele. Die Seele auch Licht machen. So, dass die Laser die Seele nicht sehen. Ein bisschen Muni. So, war schon. So, natürlich falsch eigentlich. Ist egal. Sieht das schon wieder aus wie eine Arena hier. Hallo. Ja? Ne, hier sind wir gerade rausgekommen. So, warum sieht das aus wie Wandmuschel? Wird das jemand erklären? Ich würde gerne wissen, was der Duke dazu sagen würde. What? Boah. So eine Mistviecher, ey. Unglaublich. Hallo. Boah, wie viele sind denn das? Boah, fuck. Was sind du da? Boah, übel. Scheiße, wir brauchen ein paar Leben. Boah, scheiße. Ne, da drüben gibt's ein bisschen. Jemand? Nein. Meins! Oh, hier unten. Noch zwei. Na komm schon. Fall um. Was? Ist er gerade in seine Wandmuschel wieder reingekrabbelt oder was? Und da sind wir da rausgekommen. Wo denn? So, hier ist eine Tür aufgegangen. Hep, hallo. Wie gespeichert? Hallo. This'll make a mess. Oh ja. Sieht echt nach einer Sauerei aus hier. Ja? Was ist das? Ist das. Gibt da was in der Waffe? Das war eine kleine T-Shirt drin. Ist ja eklig. Ja, macht aber gut Damage. Huch. Hallo. Oh. Eins. Ach, komm schon. Achso. Zack. Nee, ich auch nicht. Keine Sorge. Meins. Und wieder richtig rum. Mal direkt Besuch hier. Na komm schon. Hallo. So, Schluss mit lustig. Noch was zum Einsammeln? Nein. Ach ja.
undicht machen. Bist du? So, was Patschehändchen aus dem Rucksack kramen. Bin ich aber sehr höflich von ihm. Ah, gut, das sind wir eh voll. Sehr höflich von ihm, dass er uns sein Händchen mal geliehen hat, ne? Was ist das für ein Riesenteil? Und vor allem, was macht? Das muss man natürlich rausfinden. Das ist doch klar. Dann mal Ründchen mitfahren, würde ich sagen. Mal gucken, ob da irgendwas gibt. Wir können ja eigentlich mehr als Geist einfach mitfahren hier. So. Zack. So. Okay. Hat es jetzt nicht so gebracht, würde ich mal behaupten. Hey, Muschi Klaus. Hab da was für dich. Hab doch hier. Wo ist der 100 Brunnen noch im Ausgang? Ah. Ach, komm. Was ist das? Hat der Schutzschild oder? Eine andere Muschi-Ausgang? Hallo? Der ist hier. Wenn er bloß zwei hat, muss er gleich wieder rauskommen. Was soll denn der Blödsinn? Können wir den. Was Schockfrosten den Kollegen? Achso, das geht ja nicht so weit. Boah, komm. Komm jetzt ran auf den Meter hier, Feigling. Meine Güte. Können wir speichern kurz. Gibt es ein paar Leben, das ist immer gut. Hier ist ein Knöpfelein. Gucken wir mal noch nicht. Ich will erst mal gucken, ob es da draußen noch was gibt. Hier scheint es auch irgendwie lang zu gehen. Hier über der Seele. Wette, ich mach schon wieder ein bisschen Blödsinn. Mal abgesehen. Okay, dann drücken wir einfach mal das Knöpfchen. Und hier gibt es auch keine mehr. Ja, Vogel, ich drück ja schon. Jetzt ist die zweite Maschine angegangen. Ah, okay. Hey, was willst denn du von mir? Hier gibt's kein Eis. Gehen wir anders spielen. Vielleicht schwer. Waffe. Na komm. War auch noch einer, oder? Jawohl. Boah, was die aushalten, ey. Unglaublich. Eins. Und kommt irgendwie dahinter. War das? Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Vielleicht können wir von später dann sowieso dahinter, weil da gibt es ja auf jeden Fall Leben, also kommt man hinter. Hier ist ja auch eine Plattform zum Mitfahren auf die Dinge. Haben wir noch ein paar Leben? Können wir kurz safen hier? Huch! Hallo! So, haben wir noch was? Was ist das? Okay. Da kommt auch kein Laserstrahl mehr, der uns tötet. Also war dies völlig umsonst, was wir vorhin probiert haben. Oh Mann. Hopp.
So, fahren wir richtig mit. Sieht doch gut aus hier. Und ein paar Leben einsammeln. Mal safen, dass wir den Müll nicht nochmal laufen müssen. Ach, jetzt geht's hier rein. Genau hier wollte ich vorhin hin. Das haben wir doch vorhin gesehen, ne? So. Was? Was? Oh, komm. Genau deswegen habe ich gesaved. Genau deswegen. Was hätte mir einer verraten können? Gucken wir uns das mal kurz an, während ich mir mal schnell ein Kippchen mache. Okay, also losrennen, sobald der Strahl ausgeht. Oh, also jetzt. Lauf doch, Junge, lauf doch. Da hinten ist irgendwas. Ih, das sieht ja widerlich aus. Wird nicht geputzt. Das sieht ja echt räudig aus, wenn der da reinläuft, ey. Boah, komm, lass mich doch jetzt hier rein. Da hinten gibt's doch was. Jetzt warte ich, bis der Strahl nochmal an war. So, das Munition für die. Na gut. Brauchen wir jetzt nicht so dringend. Hä? Okay. Weiß, wie oft wir sowas schon übersehen haben. Hinten ist ein Knöpfchen. Musiklaus, lass uns raus. Nehmen wir die hier lieber. Hallo. Zweifle, dass wir da runter sollen, aber wir könnten sollen. Die Muni. Schaden. Ja. Auch den Weg schon aufmachen. Ach, pfui Deivel. Dann gibt es hier noch was für uns. Ein paar Leben, eine zu Tür. So. Hey Klaus! Willst du spielen? Boah. Okay, das haben wir noch gar nicht gesehen, wie die gefrieren. Cool. Nutzt du sonst immer das rote Zeug? Boah, jetzt fall doch um. Kommt der nächste. Die halten so extrem viel aus hier. Ah. Wann ist da? Klaus nicht gleich hier rauskommen? Sind das Schutzschild? Ah, kann ich irgendwo leben? Mal ganz kurz zurück. Kann doch leben, 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 leben. Jawohl. So. Klaus? Hey, Klaus mehr. Eins. Mit dem Architekten hier müssen wir noch mal reden. Geht so nicht. Das ist so nicht in Ordnung, was er hier zusammengebastelt hat. Was? Boah, komm schon.
Wo sind du jetzt her, bitte? Noch ein anderer. Wenn wieder der Alten hinter. Als ob einmal retten pro Spiel nicht reichen würde, ne? So. Ich mache mal ganz kurz eine neue Dose auf. In einer Sekunde wieder da. So, bin ich schon wieder. Der Komplex. Das Achtung, Gravitationslift offline. Hey, Kollege! Was Patsche Händchen? Und erleben können wir ganz, ganz, ganz dringend. Komm, hol mal da Händchen raus. Patsch! Yeah. Mit Blutflecken am Schirm. Ach komm schon. Jetzt hat er gar nichts getroffen. Jetzt auf einmal die Geräusche. Komm, hau ab. Keine Zeit mit dir zu spielen. Bin auf der ewig währenden Mission, meine Freundin zu retten. Die sich immer wieder fangen lässt. 5 Minuten nachdem wir sie gerettet haben. Aber Mission ist Mission, wa? Ach, komm schon. Weg mit dir hier. Eins. Eins. Den Müll mal aus hier. Laser schon wieder. Können wir irgendwie die Gravitation ändern? Ich gerade schon wieder verwirrt. War hier im Weg. Hä? Irgendwie müssen wir doch da hochkommen. Dahin. War eigentlich? Ja. Achso. Das war natürlich absolut geplant, ne, falls jemand fragt. Hallo. Weißt du, dass hier klar jemand kommt? Eben. Können wir die aufladen? Auch gut. Ach, Peter. Soll denn der Blödsinn? Stimmt auch noch was in der Ecke? Nein. Schade, schade, schade. Aha. Wissen wir ja zumindest schon mal, wo es hingehen soll. Sehr gut gebrauchen. Das kann man extrem gebrauchen, ja. Dann mal speichern. Die Erde ist immer noch als Ziel markiert. From the high desert, this is Art Bell. Well, it's been one hell of a night, folks, and still no official word. Tonight's guest is a psychic researcher from Normal State University in Normal, Texas, and she's going to discuss her own theory of what's going on.
But for the first hour, we're going to open up the phone lines for your calls. If you have something on your mind, or if you've seen something strange that you want to share, give us a call. With that, let's open the lines. Caller, you're on the air with Art Bell. Hey, Art. Who's this? Oh, it's Taina from Finland. Finland. Ah, what a beautiful part of the world, to be sure. Welcome, Taina. What's on your mind? Well, I'm a bit of a psychic, and I have this dream. Okay, Taina, have you had any dreams lately? Oh, yes. I keep having this vivid dream where I see a man and some sort of bird, and they're searching for something. What do you think it means, Taina? Well, it's strange because it's so vivid. They're inside of something, like a spaceship. It's alive, and it's trying to kill them. You said there was a bird. What kind of bird? Yeah, it's a hawk. Or a falcon. I take a hawk. Anyway, it's so real. There was a particular collar you had on earlier that got me thinking about it. Which one? The one who called himself the Keeper? You mean that prank call? Yes. Oh, I mean, no. I don't think it was a prank because in my dream, I saw this Keeper. How did you know he was the Keeper from the call? Because he called himself the Keeper, and he had the same voice. So, what did the Keeper look like? Well, he's not a man. He's not a man, so then what is he? Well, I think he was an alien. I saw him very clearly. What did he look like? Describe him. He had this enormous brain, and strange legs, and he sort of floated around. Hang on, Tinai. I have to take a break. We'll be back at the bottom of the hour with more open lines. And then our special guest, psychic researcher Greta Caldwell of Normal State University in Normal, Texas. Okay, also Tane träumt von uns. Und sie hat den Wächter gesehen. Bin mir jetzt noch ein bisschen unschlüssig, ob der Wächter vielleicht mit ihr kommuniziert hat. Ach komm schon. Da kommen wir doch nicht durch, oder? Hä, wo geht's denn jetzt? Hä? Wir müssen mit dem wütend machen. Hallo? Hä? Was soll der Blödsinn hier? Und er stampft hier auf jeden Fall noch rum. War das gerade ein Stein? What the fuck? Ach, okay. Das Gefühl, wir werden den Kollegen relativ zeitnah wieder treffen. Okay. Also, leuchtet bloß. Ich dachte, jetzt liegt doch was in der Ecke. Ist vorhin schon an? Gar nicht sicher. Geht einfach mal hoch. Ja. Da ist noch einer. Oder? Ne. Ja, dann halt nicht. Hier sind die Laser von vorhin. Müssen wir bestimmt erstmal ausschalten hier. Zack. So. Okay, jetzt sind wir hier in diesem. So, noch gar nicht durchwerfen können, aber ist egal. Aha. Ein Tablet. Oh, ich habe gar keine Lust, den Dicken zu finden. Das sah nicht so freundlich aus, ehrlich gesagt. Ah, hallo! Ja, da war gerade noch einer gewesen.
Hau ab. Oh. Bin dich schon wieder rausgelassen. Ach, fuck. Ach, komm schon. Ruf jetzt. Oh Mann. Ich hab das erste Mal, dass uns die Fische überhaupt getroffen haben. Hallo? Fuck. Wo denn? Ah, blöde Selbstschussanlage. Nee. Noch einer. Erstmal unten gucken. Muni. Hey, jemand in Kleidung. Das ist ja mal eine Abwechslung. Sonst haben die mal alle bloß rote Buchsen an. Ist das nicht hier, wo der Dicke vor uns lang gestampft ist? Wir brauchen Leben. Boah, und zwar ganz dringend, ey. Ah, komm ran auf den Meter jetzt. Nee, ich bin hier. Guck, hier bin ich. Ich weiß nicht, warum wir eigentlich den Geist nie benutzen. Muni. Oh mein Gott. Der Dicke hin. War doch hier, oder? Nee, einfach nicht. Ja, nicht irgendwo eine rein. Speichern. Oh, echt? Was? What the fuck passiert jetzt? Okay. Jetzt können wir auch selber runter, aber wir gehen auf den Eis. Ja, gute Frage. Ja, falsche Waffe. Was? Was sollen wir jetzt hier drin tun? Gut. So, nee, so haben wir ja angefangen. Im Würfel unten. Da gibt's doch eh keinen Ausgang, oder? Du musst der Würfel einfach nach oben. So praktisch. So. Ist der Würfel dort? Das hatten wir ja schon mal. Hm.
bin verwirrt. Zum Glück ist es das erste Mal in diesem Let's Play so, dass ich verwirrt bin. So, jetzt? Ist der Würfel hier drin? Achso, ja, ist klar, ne? Ja, wer auch immer sich den Blödsinn ausgedacht hat, unglaublich. Ja. Oh, wirklich? Okay, es ist definitiv ein cooles Element, aber man hätte es jetzt nicht so ziehen müssen. Und noch einmal hier. Oder? Müssen wir doch. Hallo? Okay. What? Ich bin schwer verwirrt, was das jetzt sollte, aber okay. Ist auf jeden Fall ein nettes Spielelement. Wollte eigentlich gerade speichern, Kollege. Speichern wir halt jetzt.